Eris ist eine böse Gottheit und gilt als Göttin der Zwietracht. Über die Identität ihrer Eltern gibt es zwei Versionen. Nach Hesiod war Eris die Tochter von Nyx, der Nacht. Homer behauptet, die Göttin sei die Tochter des Herrscherpaares des Olymps, Zeus und Hera. Damit wäre sie die Schwester von Ares, dem Kriegsgott, mit dem die Göttin eine unzertrennliche Freundschaft hegte. Sie liebte es, Unstimmigkeiten unter den Menschen und sogar unter den Göttern zu schüren. Fast alle Konflikte und Streitigkeiten wurden von der Göttin beeinflusst. In einer berühmten Episode der griechischen Mythologie wurde Eris nicht zur Hochzeitsfeier von Peleus, dem Vater von Achilles, mit der Meeresgöttin Thetis eingeladen. Die geflügelte Göttin flog über den Tisch, an dem die Götter während des Festmahls saßen. Sie ließ einen goldenen Apfel mit der Aufschrift „Für die Schönste“ fallen. Athene, Hera und Aphrodite stritten sich um den Apfel, denn jede von ihnen hielt sich für die Schönste. Zeus entschied, dass der trojanische Hirte Paris die Schönste bestimmen sollte. Und diese Wahl war der Auslöser für den Trojanischen Krieg. Dieser Zankapfel wurde als der Apfel der Zwietracht bekannt. Eris vereinigte sich mit dem Titan Aeta und mit ihm hatte sie böse Nachkommen. Die Göttin gebar 14 Dämonen, die göttliche Geister waren. Sie waren alle ruchlose Verkörperung der Übel, die die Menschen plagten. Dazu gehörten Hunger, Schmerz, Lüge, Hass und andere. Daher wurde Eris auch als die Mutter aller Übel bezeichnet. Zusammen mit ihren Kindern war Eris Teil der Prozession von Ares. Die Göttin zog um die Welt, um ihrem Bruder zu helfen und Konflikte zwischen Menschen und Völkern zu schüren. Auf diese Weise konnte der Gott Ares in blutigen Kriegen schwelgen. Eris zieht mit ihrem chaotischen Wesen weiterhin durch die Welt und sorgt für Unstimmig und Streitigkeiten.